Kommen wir zurück zum Tagesordnungspunkt 13. Und da geht es um Zuwendung der Landeshauptstadt für den Aufbau des öffentlichen Wasserversorgungs zur industriellen Entwicklung des Konzessionsgebietes. Und da habe ich vorliegen Ergänzungsanträge von Grünen und Änderungsantrag Linke. Die könnte zunächst eingebracht werden, wenn das gewünscht ist, oder in der Fraktionsrunde. Sie bei Linke auch in der Fraktionsrunde oder Herr Wirtz direkt? Bitte, dann. Und die Fraktionsrunde wird dann mit der FDP beginnen, damit Sie sich entsprechend vorbereiten. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, wo kommt denn das ganze Geld her? Und wir wälzen immer wieder Gebühren und Kostenerhöhungen auf die Menschen ab. Wo die Menschen das Geld herkommt, das fragen wir uns nicht. Und die Statistiken sagen, dass seit letztem Jahr ungefähr 40% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland keine Rücklagen mehr bilden können. Mit jeder Gebührenerhöhung, mit jeder Kostenerhöhung drücken wir irgendjemanden in diesem Land unter die Existenzschwelle und bringen ihn in Not. Dieses Bewusstsein fehlt mir hier. Die Geldentwertung und die Inflation einfach durchzureichen, untergräbt den sozialen Zusammenhalt in diesem Land. Und wenn es so weitergeht, wird es ein schlimmes Ende nehmen. Das sage ich mal hier so. Wir haben hier zu reden über 50 Millionen Zuwendung für ein Industriewasserwerk. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es kommt aus dem städtischen Haushalt, das Geld. Zusätzlich kommen noch 100 Millionen vom Freistaat als Fördermittel. Das ist auch noch nicht alles. Neben der etablierten Chipindustrie, die einen horrend steigenden Wasserverbrauch angemeldet hat, geht es ja auch noch um die Neuansiedlung von TSMC, einem taiwanischen Chiphersteller, dem der Bund noch einmal 5 Milliarden Subventionen zugesagt hat. Und da sage ich mal als Linker, wenn wir von diesen 10 Milliarden plus Trinkgeld für Trinkwasser oder für Industriewasser die Hälfte zuschießen, warum gehört uns dann eigentlich am Ende die Hälfte der Bude? Warum gehört uns dann nichts davon? Denken Sie mal drüber nach. Wenn wir Geld brauchen und die Vonovia verkaufen, ist die Vonovia weg. Wenn hier ein Konzern herkommt, den wir die Hälfte bezahlen, dann gehört uns gar nichts. Das ist ein ungeheurer Widerspruch. Und wir sind der Auffassung, dass wir die 50 Millionen, die hier als Zuwendung gedacht sind, dass wir die als Darlehen ausreichen sollten. Wir sollten sie notfalls zurückfordern. Wir sehen in der Vorlage, dass diese Investition binnen 14 Jahren, also 2030, die Leitungen werden schon etwas eher gelegt, aber 2030 soll das Wasserwerk in Betrieb sein, dass die sich binnen 14 Jahren amortisiert haben sollen. Da fragt man sich, was ist denn nach den 14 Jahren? Dann macht diese kleine GmbH, die man da gegründet hat, natürlich dann den Gewinn. Es kann auch sein, dass das Geld dann was ganz anderes wert ist. Also wir sehen nicht ein, dass hier im Prinzip ein weiteres Geschenk gemacht werden soll. Das IFO-Institut Dresden mit Herrn Ragnitz hat festgestellt, dass die Auswirkungen der Ansiedlung für die Wirtschaft hier überschaubar sind. Es ist kritisiert worden, diese endlosen Subventionen, die hier ausgereicht werden, sie verzerren den Wettbewerb. Es ist mitnichten so, dass wir in irgendeiner Weise uns einen Anspruch erwerben, hier besonders mit Chips beliefert werden. Hier gilt dann das, dass der, der das meiste bietet, auch am ehesten etwas bekommt. Insofern ist es für uns oder für mich auch unlogisch, hier über Tariferhöhung bei ÖPNV zu beschließen, über Abfallgebührenerhöhungen und am Ende dann, wenn ein im Prinzip Multi kommt, ein Konzern, dem wird das Wasser subventioniert. Das ist unglaublich. Jeden Bürger verlangen wir es ab und einem Konzern, der 2022 mit Umrechnungsstand April diesen Jahres 29 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat, dem schieben wir das Geld noch wie Zucker in den Hintern. Und da ist hier eine Grenze erreicht. Das Geld findet sich im Haushalt immer, wenn es um solche Projekte geht. Und wir denken, wir sollten es als Darlehen ausreichen und nicht als Zuschuss. Und da bitte ich um Zustimmung zum Punkt 3 und Punkt 4 unseres Änderungsantrages, wo dann auch diese Dinge so ausgearbeitet und zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. FDP beginnt. Herr Blödner, bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuwendung der Landeshauptstadt Dresden für den Ausbau. Ich will das im iPad nicht mehr. Für den Ausbau der Wasserversorgung zur industriellen Entwicklung. Worum geht's genau? Wir haben letzten Endes einen hohen Wasserbedarf in den nächsten Jahren der Industrie im Dresdner Norden. Das Wassernetz ist insgesamt und die Kapazitäten bereits heute an den Grenzen und letztlich durch die zusätzlichen Ansiedlungen der Chipindustrie ist mit einem deutlich erhöhten weiteren Bedarf zu rechnen. Ziel des Beschlusses ist der Aufbau einer zweiten Wasserversorgung für Betriebswasser und die Trennung von Trinkwasserversorgung, die bisher über ein System erfolgt. Letztendlich ist das, worum es hier geht, eine ganz große Infrastrukturmaßnahme für die Stadt, die sehr langfristig wirkt. Das Problem aktuell, die Kosten sind nicht wirklich einspielbar, wegen dem grundlegenden Infrastrukturcharakter. Um dies zu gewährleisten, sollen Subventionen von insgesamt 150 Millionen notwendig sein. Das Land Sachsen zahlt 100 und damit die 100 fließen, muss die Stadt auch nochmal 50 Millionen geben. Bisher waren schon 37 Millionen für ein anderes Konzept im Haushalt eingeplant. Das ist jetzt also nicht eine per se Überraschung. Irritierend ist dennoch so ein bisschen, dass es bisher immer hieß, mit so einer Uferfiltratgeschichte funktioniert das alles. Und jetzt kommt plötzlich dieses riesige Wasserwerk. Kommt dann schon von den Planungsprozessen auch für uns das ein oder andere irritierend. Schön ist einerseits, wenn dann Sachen doch plötzlich schnell gehen. Würde man sich an anderer Stelle wünschen, dass dann wieder Subventionen in so einem Umfang möglich notwendig wären, ist trotzdem grenzwertig und problematisch. Die Frage ist immer, ob die Sachsenenergie dann als städtisches Unternehmen, das ausreichend kosteneffizient arbeitet und investiert. Ob es ohne Subventionen tatsächlich so teuer wäre, das ist dann immer so ein bisschen die Frage. Und auch die Kurzfristigkeit und die fehlenden Alternativen sind durchaus auch aus unserer Sicht unschön. Die Subventionen haben dadurch einen relativ faden Beigeschmack. Eigentlich sollte sowas nicht notwendig sein und die Kosten sollten nur eigentlich durch die Nutzung einspielbar sein. In dem Falle muss man aber halt trotzdem diesen Infrastrukturcharakter betonen. Es ist ein sehr langfristiges Projekt. Einzige Stelle, an der ich ja noch recht geben kann, ist die Frage, ist das dann wirklich in 14 Jahren schon einspielbar oder müsste man das nicht über einen längeren Zeitraum rechnen und wären dann vielleicht gar nicht die Subventionen nötig? Das wird sich über die Zeit stellen, das ist so ein bisschen fraglich, aber letzten Endes auch jetzt das, was die Linke dort als Änderungsantrag machen will, auch nicht seriös, das Ganze als Darlehen. Einerseits ist die Frage, ob das überhaupt mit den Fördermitteln vereinbar ist. Zum anderen sollte man jetzt aber auch nicht vergessen, letzten Endes kriegt das ein Konzern, der zum größten Teil der Stadt Dresden selber gehört. Das heißt, wenn es dann doch besser läuft, landet es dann auch wieder in der Kasse der Stadt durch entsprechende Gewinne. Das sollte man dann jetzt nicht aus den Augen verlieren. Deswegen ist das entsprechend, Herr Licht, die kann nachher gerne selber sprechen, entsprechend ist das quasi eine wichtige Infrastrukturmaßnahme und wir stimmen dann am Ende zu. So, Freie Wähler, Freie Bürger, das Wort gewünscht. Sieht nicht so aus. Dann Dissident, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Es geht jetzt um die Ansiedlung, die Neuansiedlung, die Erweiterung von Chip-Industrien, Plural. Also es ist nicht nur TSMC, es ist auch Global Foundries, Infineon, Bosch und wer auch immer noch da oben ist oder sein wird. Es geht darum, dass wir in Dresden, oben neben dem Flughafen, neue Chip-Industrien, Mikrochip-Industrien ansiedeln können und diese Industrien haben halt alle eins gemeinsam, die brauchen Wasser. Die brauchen sehr viel Wasser und deswegen muss die Sachsenenergie auch sehr viel Geld investieren, ein neues Flusswasserwerk und so weiter und so fort, um da oben genügend Wasser hinzuschaffen. Das Blöde ist jetzt nun, diese Investition rentiert sich alleine gesehen nicht. Das ist doof. Na, also eigentlich müsste die FDP an der Stelle sagen, der Markt regelt alles, ist doof. So, nein. Was jetzt aber sozusagen die Idee ist,
ist das mit Subventionen, 50 Millionen die Stadt, 100 Millionen das Land, dass dann eine quasi eine Rentierlichkeit halbwegs erreicht wird und wir dann in 10, in 20, in 30 Jahren ganz viele Industrien haben und dass es uns ganz toll geht, weil wir ja unglaublich viele Arbeitsplätze hier haben. Das kann man ja so sehen. Die Idee kann ja auch vielleicht aufgehen. Muss aber nicht, das muss man wissen. Das ist jetzt sozusagen ein Spiel. Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Der Punkt ist, dass die Argumentation, die die Verwaltung jetzt gegenüber uns als gewählten Stadträtin macht, ist, wenn ihr nicht die 50 Millionen jetzt rübergebt, geschenkt, dann gibt auch das Land nicht 100 Millionen dazu. Dann kann die Sachsenenergie auch das Wasser nicht bauen. Dann kommen die ganzen Industrien nicht. Dann geht das Licht aus, die Frösche regnen und es wird alles ganz, ganz schlimm. Und ihr seid schuld. Also gebt doch bitte jetzt sofort die 50 Millionen. So, das ist das, wie es uns in den Ausschüssen gesagt wird, wie es uns heute, wenn noch mal jemand vom Podium was sagt, wie es auch wieder gesagt werden wird. Und das nenne ich eigentlich, wenn ich mal so sagen will, ist eigentlich Erpressung. Wir werden hier erpresst, nicht eine, sondern zwei, drei, vier, fünf Pistolen und noch ein Pfeil und Bogen kommt noch dazu und die sind auf uns gerichtet und die sagen jetzt, ihr müsst die 50 Millionen geben. Und das gefällt mir nicht. Was müsste man denn eigentlich tun als Stadtrat? Das Mindeste, was man tun müsste, ist zu sagen, Verwaltung, hört jetzt mal auf damit. Und mit Verwaltung meine ich nicht nur die Dresdner Verwaltung. Da ist natürlich die Landesebene, die Bundesebene, die europäische Ebene. Das ist ein Riesending. So, aber wir werden strukturell noch nicht mal an den Katzentisch gelassen. Wir werden als Stadträte zu nichts gefragt. Zu nichts. Vielleicht können wir mal so hören, dass da irgendjemand redet über neue Wohnungen, irgendjemand redet über ein neues Umspannwerk, was notwendig ist, irgendjemand redet vielleicht über eine Straßenbahnverlängerung oder irgendwas, aber niemand redet mit uns. Und bei jedem anderen beschissenen Bauprojekt, da gibt es Verhandlungen, da reden wir mit den Investoren, da wird halt gesagt, okay, ihr kriegt Baurecht, aber dann machen wir das und so weiter und so fort und hier nicht. Aber es ist doch nicht so, dass diese ganzen neuen Industrien nicht kollateral nach sich ziehende Etwasse haben. Ja, wenn da oben neue Industrien sind, dann wird das natürlich Auswirkungen auf Dresden haben. Der Verkehr wird anders. Wir brauchen Busse, wir brauchen Straßenbahnen, wir brauchen Schulen, wir brauchen Kitas, wir brauchen Wohnungen. Die Leute müssen auch irgendwo ihre Freizeit verbringen und so weiter und so fort. Ja, also all diese Sachen sind absolut nicht geregelt. Und all diese Sachen sind noch nicht mal nicht geregelt, mit denen werden mit uns nicht besprochen. So, und es geht so weit, dass wir ja gar nicht wissen, ob die 50 Millionen heute das Ende der Fahnenstange ist. Wer sagt denn nicht, dass in 3 Monaten kommt noch mal jemand mit 30 Millionen und dann das, oh ja, noch mal 50 Millionen. Oder wir müssen jetzt dieses Bauprojekt machen. Wir müssen die Schule können wir nicht mehr bauen, die ist zu weit weg, die ist im Süden. Nee, wir müssen da oben jetzt eine neue Schule bauen. Wir wissen das alles nicht, weil wir nicht in den Verhandlungen sind. So, und damit wir überhaupt in die Verhandlungen kommen, ist mein Vorschlag, so wird es meine Fraktion auch machen heute, wir müssen das heute ablehnen. Wir können gerne den linken Antrag, das ist gut, den können wir vorher nochmal zustimmen, aber wir müssen heute ein Zeichen setzen. Wir müssen das ablehnen und müssen sagen, nein, so nicht. Und dann, was wird dann passieren? Rein jetzt mal pragmatisch gedacht, weil es ist schon ziemlich Druck da, dass das in diesem Jahr noch beschlossen wird. Der Oberbürgermeister wird es einfach im Dezember nochmal auf die Stadtratssitzung setzen. Aber mit diesem Zeichen, dass wir uns ein bisschen hier zucken, dass wir nicht wirklich alles einfach nur mit uns machen lassen, mit diesem Zeichen werden wir wahrscheinlich eine bessere Chance haben, in eine wenigstens ein bisschen eine Verhandlungs-, eine Informationsposition zu kommen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, einige werden diesem Zeichen folgen und wir müssen bei diesen großen Entwicklungen endlich die Verantwortung des Stadtrats wieder ein Stück weit in unsere Hände nehmen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Danke. Ich bin am Schluss. So, dann haben wir als nächstes die AfD-Fraktion, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich mache es ganz nicht kurz, aber ich sage das Ergebnis schon am Anfang, wir werden zustimmen.
Und zwar werden wir deshalb zustimmen, weil wir fundamental anderer Meinung sind als Herr Schulte-Wissermann, der uns das jetzt gerade gesagt hat, wie es nicht geht und wie es schlecht für Dresden ist. Aber wir meinen es ja gut für Dresden. Und wir haben als AfD-Fraktion, sind mit einigen Stadträten, sind wir in Kaditz vor Ort gewesen und haben uns dort selber ein Bild gemacht. Wir haben uns angeguckt, wo das Flusswasserkraftwerk hingebaut werden soll. Wir sind da oben auf diesem Faulturm gewesen, haben einen wunderschönen Überblick gehabt, da über die Kläranlage und über diese Standorte, haben gesehen, wo die Grundstücke veräußert werden sollen. Alles wunderbar, wir haben uns das angeguckt, haben uns das vorstellen lassen, haben uns informiert und sind zu der Meinung gekommen, dass das eine gute Sache für Dresden ist. Es geht hier nämlich um eine Betriebswasserversorgung für den Dresdner Norden, für die Industrie, die wurde ja schon benannt, Chipindustrie weitgehend, und die ist getrennt von der Trinkwasserversorgung. Und das ist wichtig, denn das bedeutet nämlich, dass die Gebühren für die Dresdnerinnen und Dresdner auf keinen Fall steigen werden, weil das sind zwei völlig verschiedene Systeme, Betriebswasserversorgung für die Industrie, und die Bürger haben dann eben ihr Trinkwasser in einem anderen Bereich Netz. Die Investitionen ist sehr wichtig, sind Investitionen in die Infrastruktur, und zwar langfristig. Also so ungefähr genauso, wie früher mal irgendwann die Kläranlage gebaut wurde. Das war auch eine Investition für die Zukunft für Dresden. Und genauso machen wir doch eine Investition für die Zukunft für Dresden, eben für die Industrieentwicklung. Es sind Investitionen in die Zukunft, in die Wirtschaft. Und Dresden, das steht auch in der Vorlage, Sie wussten es vielleicht auch so schon, ist mittlerweile der fünftgrößte Mikroelektronikstandort in der ganzen Welt. Und das muss man sich mal vor Augen führen, wir als kleines Dresden. Platz 5 in der ganzen Welt. Dafür werden wir 50 Millionen als Stadt dazugeben, verglichen mit den Millionen, die sonst für irgendwelche anderen Prestigeprojekte, Ideologisches und irgendwas Überflüssiges, was wir so im Stadtrat immer beschließen, ausgegeben werden, sind das ja schon fast schon Peanuts. Ne? Es geht insgesamt hier um 247 Millionen, 50 Millionen, wie gesagt, die Stadt, teilweise schon im Haushalt drin, wir haben ja schon 21 einen Beschluss gefasst, da haben wir damals schon Geld eingestellt, jetzt gibt es noch Umschichtungen, verschiedene Haushaltspositionen und eben auch eine höhere Gewinnausschüttung der Stadtentwässerung, und dadurch wird das eben jetzt über die Jahre finanziert. Bis zu 100 Millionen gibt es vom Freistaat, wurde uns zugesichert, und 97 Millionen, und das hat heute noch keiner gesagt, zahlt die Halbleiterindustrie selber, und zwar dadurch, dass der Wasserpreis dort für die Chipwerke um 20% erhöht wird. Infineon, GlobalFoundries, Bosch, künftig hoffentlich auch TSMC, werden 1,54 Euro pro Kubikmeter für das Wasser zahlen. Wenn man das würde kostendeckend denen in Rechnung stellen, müssten sie 3,25 Euro zahlen. Guckt man mal nach Taiwan, da kostet das Wasser 30 Cent pro Kubikmeter. In Südkorea 88 Cent. Und auch in den USA ist es unter einem Euro. Und was sagt uns das? Es ist wieder mal ein Beispiel, dass Deutschland international als Wirtschaftsstandort nicht wettbewerbsfähig ist und wir deshalb hier mit Subventionen reingehen müssen, weil wir einfach die Industrie sonst nicht bekommen und vielleicht auch andere Industrie dann nicht halten können. Es ist halt ein Problem in Deutschland, dass wir wirtschaftlich international nicht wettbewerbsfähig sind. Also liegt gerade für die AfD in den nächsten Jahren dort viel Arbeit für uns. Und ich denke mal, wir werden dieses Problem nach und nach auch verbessern und ändern können. Wir haben uns das eingebrockt. Es war ja die falsche Politik schon eine ganze Weile. Es ist eine Antwort auf die Deglobalisierung. Und Sie wissen ja, Lieferketten sind äußerst anfällig für politische Fehlentscheidungen. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen. Und deshalb bekennt sich die AfD zu den Mikroelektronikstandorten in Dresdner Norden. Wir werden dafür sein. Es bringt Arbeitsplätze nach Dresden, gut bezahlte Arbeitsplätze. Wir sind dann auch mal in gewisser Weise weltoffen. Ne? Sie werfen uns immer vor, wir wären nicht weltoffen. Wir sind gerne weltoffen, dass hier ein taiwanesischer Konzern eine große Produktionsstätte in Dresden errichten will. Denn solche Ausländer haben wir nämlich auch gern bei uns, ne? Im Gegensatz zu anderen Leuten. Aber Sie wissen ja, was ich meine. Und ich denke mal, es ist eine gute Sache für Dresden und bringt uns voran. Und deshalb stimmen wir zu. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. In Dresden soll ein riesiges Flusswasserwerk gebaut werden. Die Notwendigkeit zu diesem Bau ergibt sich allein aus dem zukünftig stark wachsenden Wasserbedarf der Chipindustrie im Dresdner Norden. 60.000 Kubikmeter Wasser täglich, später sogar 90.000 Kubikmeter sollen dafür der Elbe entnommen werden. Wer die Ansiedlung eines neuen Unternehmens wie TSMC und den Ausbau der Chipindustrie in Dresden will,
Und wir Grünen bekennen uns dazu, denn daran hängt auch ein Großteil der zukünftigen Wirtschaftskraft Dresdens, daran hängen Steuereinnahmen und daran hängen viele von den Dingen, über die wir heute diskutiert haben, zum Beispiel die Finanzierung des ÖPNV. Also wir Grünen bekennen uns ausdrücklich zur Ansiedlung und zum Ausbau der Chipindustrie im Dresdner Norden. Wenn man das aber will, dann kommt man an diesem Flusskraftwerk nicht vorbei. Dann ist der Bau dieses Flusswasserwerkes eine Notwendigkeit. Doch trotz dieses grundsätzlichen Ja's gibt es einige Fragen. Mit Recht haben in der letzten Woche Umweltverbände und Umweltinitiativen die mangelnde Transparenz und die fehlende Öffentlichkeitsbeteiligung an diesem Großprojekt beklagt. Natürlich wollen die Dresdnerinnen und Dresdner wissen, ob da dann in Zeiten von Niedrigwasser, in Zeiten von Trockenheit überhaupt die Trinkwasserversorgung der Stadt gesichert ist. Und natürlich fragen sich viele Menschen, warum Stadt und Land der profitablen Sachsenenergie 150 Millionen Euro Fördermittel aus Steuergeldern geben wollen, um noch profitablere Großunternehmen, Herr Wirtz hat darauf hingewiesen, das Wasser zu liefern. Diese Fragen wurden in der Vorlage nicht und in den sehr knapp gehaltenen Ausschussberatungen nur durch zahlreiche Nachfragen und Hintergrundgespräche halbwegs befriedigend beantwortet, aber eben nicht in der Öffentlichkeit. Und da gibt es nach wie vor ein Manko und eine Lücke, die gefüllt werden muss. Die entscheidende Frage, mit der wir es aber heute zu tun haben, ist die Frage, braucht das profitable Unternehmen Sachsenenergie Fördergelder in dreistelliger Millionenhöhe, während die Stadtentwässerung, die für die Chipindustrie ebenfalls stark investieren muss, das Ganze eben mit Eigenmitteln und mit Bankkrediten schafft? Die Antwort lautet, dass die Chip-Unternehmen nicht bereit waren, einen kostendeckenden und für die Sachsenenergie wirtschaftlich darstellbaren Preis für das Wasser zu bezahlen. Nun kann man fragen, schlecht verhandelt? Aus mehreren Hintergrundgesprächen wissen wir aber, wie hart diese Verhandlungen gewesen sind und wie lange sie gedauert haben. Und sie haben dann schließlich dazu geführt, dass man sich auf einen Preis von 1,75 Euro pro Kubikmeter verständigt hat. Und man muss im Vergleich dazu wissen, das liegt schon deutlich über dem Industriewasserpreis, den man sonst in Deutschland hat, und über dem, den man in vielen anderen Ländern zahlt, sowieso. Und da ist es letztlich die Frage gewesen, gehen wir darauf ein oder verzichten wir eben auf den Ausbau der Chipindustrie? Und das wollen wir nicht. Dennoch stellt sich dann weiter die Frage, wenn das Unternehmen nicht seine eigene Wirtschaftlichkeit gefährden will, woran wir als Haupteigentümer des Unternehmens eben auch kein Interesse haben können, dann muss irgendwie dieses Delta zu dem kostendeckenden Preis, der etwa bei 3 Euro liegt, muss irgendwie dieses Delta anderweitig gedeckt werden. Und nun kommt ein entscheidender Punkt. Dadurch, dass das Land 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt, die aber gekoppelt sind an die 50 Millionen Euro, die Dresden geben soll, wird es dann eben doch eine kluge Sache, dass wir eben diese 50 Millionen Euro jetzt investieren, um langfristig die Erlöse der Sachsenenergie zu sichern. Und da müssen wir uns alle noch mal klar machen, dass wir eben von diesem Querverbund leben, dass die Sachsenenergie sozusagen die Melkkuh ist und dass diese Milch dann eben den Bädern und dem ÖPNV zufließt. Also von daher stehen wir dahinter, aber wir haben ja auch gesagt, das steht in unserem Änderungsantrag oder Ergänzungsantrag drin, wenn das sich besser darstellt, dann müssen auch Mittel zurückgezahlt werden. Was uns als Bündnisgrünen aber an der Finanzierung nicht gefällt und dem ganzen Stadtrat eigentlich nicht gefallen sollte, ist die Tatsache, dass 5,5 Millionen Euro dieser Fördergelder aus dem städtischen Fördertopf sichere Energieversorgung genommen werden sollen. Und der eigentlich eben dafür da ist, CO2 einzusparen, erneuerbare Energien auszubauen und so weiter. Damit hat das Flusswasserwerk nun wirklich nichts zu tun. Wir alle haben am 30. Januar 2020 den Klimaschutz zur Aufgabe höchster Priorität für die Stadt gemacht. Und nun sollen bei erster Gelegenheit
Fördermittel mit genau diesem Zielzweck entfremdet werden. Das kann und darf es nicht sein. Deshalb stellen wir zu dieser Vorlage einen Ergänzungsantrag, der die Förderung jetzt nicht blockiert, den Oberbürgermeister aber verpflichtet, bei Vorliegen entsprechender Projekte, die es gibt, 4 Millionen Euro von den 5,5 Millionen Euro in 2024 wieder zur Verfügung zu stellen. Kommen Sie bitte langsam zum Schluss. In der Konsequenz unserer bisherigen Beschlüsse zum Klimaschutz muss man eigentlich diesem Ergänzungsantrag zustimmen. Und darum möchte ich Sie herzlich bitten. Vielen Dank. So, als nächstes CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sie sind ja heute Fraktionsvielredner, Herr Böhm. Tja, liebe Kollegen, nochmal müsst ihr mich ertragen. Ja, ein bisschen ist es an manchen Stellen, ich gucke mal den Martin Schulte-Wissemann an, Kindergarten. Also ich sage das ganz deutlich hier, dieses Thema Chipindustrieansiedlung haben eigentlich alle gejubelt. Und wenn man hört, dass es aktuell an manchen Stellen, ich denke mal an die Automobilindustrie und was da dranhängt, eher rückläufig ist, auch das Thema Arbeitskräfte, Rezession an manchen Stellen ist, auch im Handwerk, sollten wir sehr, sehr froh sein, dass wir als Landeshauptstadt, und da muss man auch mal dem Oberbürgermeister danken an der Stelle, und der Wirtschaftsförderung, dass wir an der Stelle, sage ich mal, auf einem guten Weg sind, dort oben im Dresdner Norden einen Hightech-Standort zu schaffen, wo Jobs entstehen in einer Größenordnung von 10.000 und plus, wo wir und die alle gut bezahlt sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Und eins ist doch Fakt, dafür müssen wir auch als Stadt was tun. So einfach ist das. Und jeder, der sich hier hinstellt, ich möchte mitreden, also wenn der Stadtrat bei jeder Entscheidung da oben mitreden soll, dann ist in 20 Jahren dort oben noch kein Chipwerk gebaut und gar nichts. Es ist vielleicht manchmal gut, dass die Quatschbude Stadtrat nicht überall mitmacht und das Verwaltung vielleicht mal schafft. Und die entscheidenden Beschlüsse werden wir treffen. So, uns gefällt natürlich die Finanzierung und der Rückgriff in das Budget mit der erneuerbaren Energie gefällt uns natürlich auch nicht so sonderlich. Aber man muss natürlich klar sagen, die Fördermittel müssen dargestellt werden, das Geld muss jetzt präsent gemacht werden, also werden wir der Sache auch zustimmen. Wir werden auch dem federführenden Ausschussbericht zustimmen, wo die Grünen in dieses Rückzahlungsthema, wenn es besser läuft, mit eingebaut haben. Wo wir jetzt nicht zustimmen werden, ist das Thema mit den 4 Millionen, die dann woanders herkommen sollen. Sorry, liebe Grüne, dann braucht ihr jetzt auch nie zustimmen, weil wenn ihr 4 Millionen nie geben wollt, wollt ihr nächstes Jahr wieder haben. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Sorry, so funktioniert das nie. Und liebe Linke, ist das jetzt das neue Geschäftsmodell, sich überall zu verschulden? Unseres ist es nicht, nein, unseres ist es nicht, sondern wir sollten schon, ich denke da mal auch an die Worte von Hartmut Vorjahn, der hat immer gesagt, Dresden hat kein Einnahmeproblem, Dresden hat ein Ausgabeproblem. Und alle Sie, die Sie hier sitzen, Sie wollten heute keine Erhöhung der Müllgebühren, Sie wollten heute keine Erhöhung der Tarife im DVB und. Irgendwo muss das Geld doch herkommen, Also, ich glaube, die Finanzierung, die der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat, die ist zum Schluss seriös. Und deswegen werden wir der Sache zustimmen. Und vielleicht noch eine Sache, mein lieber Dr. Deppe, wo ist der Unterschied zwischen der Stadtentwässerung und der Drehwag bzw. Sachsenenergie? Ganz simpel, das Mehr an Abwasser, was von da oben kommt, von der Chipindustrie, tut sogar die Gebühren für alle Dresdner stabilisieren. Bei dem zusätzlichen Wasser, was wir da beschaffen müssen für die Chipindustrie, weil eins ist Fakt, wenn wir dort kein Wasser hochbringen, kein zusätzliches, dann ist da oben Schicht im Schacht. Und das betrifft nicht nur die Industrie, sondern ein Stück weit den ganzen Nordraum. Also wer denn noch zusätzliche Ansiedlung möchte und gute Jobs dort oben, der muss dafür sorgen, dass es dort oben Wasser gibt. Und das kostet halt. Und das ist ein Teil, den wir als Stadt tragen müssen. Und ich glaube, das wird nicht die letzte Million sein, die wir als Stadt in dieses Projekt investieren müssen. Denn eins ist Fakt, wir müssen uns darum kümmern, dass da oben was mit dem ÖPNV passiert, dass die Chipindustrie dort besser angeschlossen wird. Da müssen wir sehen, dass dort eine Straßenbahn hinfährt oder das, was mit der S-Bahn passiert. Denn Busse über die Autobahn, das wird keine Dauerlösung sein. Also da wird für uns noch einiges zu tun sein. Und das sind dann Sachen, wo der Stadtrat drüber reden kann, mein lieber Martin Schulte-Wissemann. Danke. Als nächstes Fraktion Die Linke. Herr Wirtz hatte schon den Herr Giesling.
Dann verzichtet Fraktion Die Linke jetzt. Dann SPD-Fraktion, Herr Engel. Ich würde es einfach nur auf eine kurze Frage beschränken wollen. Kann die Verwaltung an der Stelle noch mal darstellen, welche Auswirkungen diese Darlehenslösung hätte, die jetzt in dem linken Änderungsantrag vorgeschlagen ist, in Bezug auf den Verhandlungsstand und in Bezug auf die Realisierbarkeit dieses ganzen Finanzkonstrukts? So, damit wäre die Fraktionsrunde durch. Als nächster Herr Lichti und dann Herr Kiesling, wenn er noch will. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Natürlich verkennen wir nicht, dass die Ansiedlung dort oben von eminenter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Aber ich will das einfach auch nochmal verstärken, was der Kollege Schulte-Wissermann hier gesagt hat. Die Art und Weise, wie die Verwaltung und die Mitarbeiter der Verwaltung mit uns im Ausschuss umgegangen sind, ist eine Unverschämtheit. Und wenn der Kollege Deppe jetzt als Mitglied einer hier tragenden Koalition, sage ich es mal neutral, sagt, ich habe dann in Hintergrundgesprächen dieses und jenes erfahren und das hat mich dann überzeugt, dann ist das ja schön für den Herrn Dr. Deppe. Aber es ist eben in Hintergrundgesprächen passiert. Und ich sage Ihnen auch, warum ich so wütend bin. Im letzten Bauausschuss habe ich Ihren Amtsleiter Wirtschaftsförderung, ich glaube Herr Rietschel, ausdrücklich gefragt. Er hat wieder diesen Sermon, bla bla bla. Ich kann es nicht mehr hören. Dieses Verwaltungsgeblubber, um uns sozusagen irgendwie einzulullen. Ich habe ihn gefragt, gibt es, sagen Sie mir endlich, welche Zusagen der Landeshauptstadt Dresden gegenüber TSMC es gibt? Legen Sie die wenigstens offen. Wir haben gerade erfahren von Herrn Dr. Deppe, dass er aus Hintergrundgesprächen erfahren hat, ja, ja, das sei die Bedingung gewesen und so weiter. Ich bin ja nicht blöde, ich kann mir schon vorstellen, dass das so gelaufen ist. Aber das haben Sie uns mit keinem Moment dargelegt und begründet. So, und ich sage einfach, und dann hat Herr Rietschel gesagt, es gibt keine Zusagen der Landeshauptstadt gegenüber TSMC. Es gibt keine Zusagen, hat er gesagt. Jetzt bin ich nicht so naiv, ihm da auch nur ansatzweise zu glauben. Aber wissen Sie, solange Sie so mit dem Stadtrat und der Dresdner Öffentlichkeit umgehen und sagen, naja, alle werden das ja schon schlucken, weil keiner traut sich gegen diese Rieseninvestition irgendwie anzugehen. Machen Sie so weiter, aber so verspielen Sie wirklich auch die Unterstützung der Gutwilligen. Und deswegen werden wir heute dagegen stimmen, weil das ist die einzige Möglichkeit, damit wir hier endlich mal als Vertreter der Dresdnerinnen und Dresdner ernst genommen werden. Danke. Jetzt Herr Kiesling, dann Herr Heinz. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade stand ja Lichti noch als Bürgermeister in der Zeitung, aber das scheint jetzt wieder vorbei zu sein. Falls irgendjemand diese Rede hier hört im Livestream, dann bitte ich als erstes noch mal ein Stück vorzuspulen zu dem, was Frau Schöps von der AfD hier gesagt hat. Weil sie hat hier geschlagene 5 Minuten daher geschnattert, dass das, was in allen Leitmedien steht, nämlich dass es uns wirtschaftlich ganz, ganz schlecht geht, dass das stimme und deswegen müsse man ganz viel für die Wirtschaft tun. Und das zeichnet die AfD aus. Wenn in den Zeitungen etwas steht, das die Welt besser machen will, dann sagen sie, Lügenpresse, ganz schlimm, wir werden erzogen. Und wenn in den Zeitungen auf und ab das Märchen von der Deindustrialisierung steht, dann sagen sie, ja stimmt, da müssen wir was tun. Sie sind eine Partei für die Wirtschaft und eine Partei für die Wohlhabenden in diesem Land. Und das hat Ihr Beitrag gezeigt, erstens. Zweitens. Ich höre das für diese Ansiedlung und ich bin schon lange im Stadtrat und es ist nicht das erste Mal, dass hier was angesiedelt wird und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir als Stadtrat erpresst werden. Ja, so. Ich selber sage mir das ganz einfach, man soll in die Städte gucken, wo die Wirtschaft weggeht, denen geht es beschissen und schlecht und deswegen wird es wohl gut sein, wenn bei uns die Wirtschaft aufwächst, das ist gut, Punkt, ganz einfach. Und weil das so ist, ist unsere Aufgabe als Stadtrat eine ganz einfache, das, was da an Guten kommt, an Positiven, das müssen wir als Stadtrat für unsere Bürgerinnen und Bürger gerecht verteilen. Wir haben die Aufgabe, den Vorteil, der auf unsere Stadt zukommt, so zu verteilen, dass er allen Dresdnerinnen und Dresdnern zugutekommt. Und an der Stelle hat dann Herr Schulte-Wissermann wieder recht.
Der Stadtrat muss mitreden, er muss so viel wie möglich wissen, um diese Lenkungswirkung ausüben zu können. Und ich bin hier voller Verdacht. In Wahrheit geben wir 50 Millionen an die Sachsenenergie. Und dann kommen die Gläubigen wieder und sagen, ja, das ist ja eigentlich eine städtische Firma. Und der Querverbund hat, Herr Deppe gesagt, nein, der Querverbund ist weg. Er ist gedeckelt auf Ausschüttung der Sachsenenergie auf 78 Millionen. Gedeckelt. Es wird nicht mehr auf absehbare Zeit. Und alles, was mit der Sachsenenergie mit städtischem Geld an zusätzlichen Gewinnmöglichkeiten eröffnen, wird in dieser Deckelung aufhören. Wir werden nicht mehr bekommen. Deswegen habe ich im Ausschuss gefragt, vor dem Hintergrund, dass diese Firma ja nicht heißt, sozusagen Industrie für Dresden oder eine technische Nummer hat, wie viele andere kleine Projekte, die die Gesellschaften machen, kleine technische Namen, sondern sie heißt Industriewasser Sachsen. Und da schwant mir, da will Herr Brinkmann Größeres, das soll er tun, das finde ich gut, aber dann, wenn wir 50 Millionen geben, sollten wir als Stadt beteiligt sein. Und deswegen habe ich gefragt, ich möchte doch eine Gegenüberstellung, was passiert, wenn wir für die 50 Millionen einfach Anteile kaufen? Das ist eine Frage, die ist als Stadtrat in einem Ausschuss legitim. Zuschuss, der irgendwann vielleicht zurückgezahlt wird, versus Anteil kaufen, 50 Millionen. Ich habe da nichts dagegen. Hölbel hat die 50 Millionen gefunden. Wir wissen alle, dass die auf den Banken liegen. Ach cool. Diese Gegenüberstellung ist nicht gekommen. Warum nicht? Was hat die Verwaltung gehindert, mir diese simple Frage zu beantworten, auf das ich ablesen kann, ja, okay, Anteilskauf ist doch nicht die beste Idee. Denn wenn jetzt das stimmt, was ich vermute, dass dort sozusagen der Nukleus für eine größere Entwicklung gemacht wird, dann wäre ein Anteil auf längere Frist für die Stadt besser, weil dann nämlich Überschüsse direkt zu uns flössen oder in die TWD. Dann wäre der Querverbund gestärkt. Und ich bin eben darüber verärgert, über diese Geheimniskrämerpolitik, die Herr Schulte-Wissermann, wie gesagt, nochmal hier zu Recht angegriffen hat und hinterfragt hat. Ich glaube, bei uns wird es nur für eine Enthaltung reichen, wenn ich mich recht erinnere, sagen, ne? Aber das mache ich schon mit vollem Bewusstsein, weil ich hier stehe und einfach davor warne, dass die Entwicklung, die wir finanzpolitisch hier machen, die falsche ist. Okay. So, wir haben weitere Wortmeldungen, Herr Hans und dann Herr Lommel. Ich würde gleich vom Platz reden. Ich wollte nur noch mal ein bisschen zur Versachlichung beitragen und noch ein paar Fakten. Ja. Genau, lieber Johannes Lichti, es ist schön, dass. Lieber Johannes Lichti, liebe Dissidenten, schaut bitte einfach in euren Posteingang, eurer Fraktionsgeschäftsstelle. Alle Fraktionen haben Mitte September eine Einladung nochmal bekommen von Sachsenenergie oder Sachsenindustriewasser, von Vertretern nochmal in den Fraktionen das Projekt mit Hintergrundinformationen sozusagen vorzustellen. Das haben wir gerade mal geprüft, dass das an alle Fraktionen ging. So, und diese Möglichkeit haben wir wahrgenommen und Herr Deppe hat es schon deutlich gesagt, wir waren auch nicht zufrieden, wie erstmal im ersten Moment in den Ausschüssen das Projekt, genau, wie in den Ausschüssen das Projekt sozusagen vorgestellt wurde. Vieles musste man wirklich dort erst hinterfragen und wurde dann auch erst im nächsten Ausschuss teilweise nochmal was erläutert. Trotzdem in der gesamten Diskussionen eben, die dann doch an mehreren Stellen stattfinden konnten, aber dazu soll die Verwaltung ja auch noch mal kurz Stellung nehmen, ist für uns rausgekommen, dass es eben nicht mit dem Darlehen getan ist. Also ich glaube auch die Linke weiß, dass ein Darlehen kein Eigenkapital ist und deswegen kann man einfach sozusagen die Finanzierung nicht einfach so auf so eine Weise normalerweise ersetzen. Ich sage aber auch hier, uns wurde deutlich gesagt, ja, die 50 Millionen reichen, wir brauchen da keinen Nachschuss, also wenn jetzt in den nächsten drei Monaten, wie das hier gesagt wurde, ein nächster Antrag kommen würde, glaube ich, könnten wir dem nicht einfach zustimmen, ja, weil er so unterstellt wird. Aber ich finde einfach heute, nicht nur jetzt bei dem Punkt, sind sehr viele Unterstellungen hier im Raum. Und ich möchte mal die Stadtratskolleginnen und Kollegen bitten, zu den Sachfragen und auch zu den Punkten, Argumenten, die in den Ausschüssen auch teilweise besprochen wurden, wirklich zurückzukommen und nicht so ein kurzfristiges, liebe Linke, so ein absolut kurzfristiges politisches Agieren von euch mit dem Darlehensantrag, was wirklich eine gravierende Änderung der Finanzierung wäre, wo ihr in den Ausschüssen nicht einmal angedeutet habt, dass ihr in die Richtung überlegt. Da hätte man ja schon mal das andiskutieren können und sagen können, wir überlegen, was ist denn, also die Frage, ob man das als Darlehen ersetzt, taucht nicht einmal in den Ausschüssen auf. Und das finde ich einfach politisch auch langsam unredlich, sag's mal so deutlich, wenn man wirklich an der Sache diskutieren will, dann bitte solche Anträge doch nicht am Tag der Stadtratsberatung. So, jetzt Herr Lommel und dann Herr Wirtz.
Ja, ich mache das hier auch vom Platz. Es ist spät abends. Der Beitrag von Herrn Kiesling hat gezeigt, wo die Linke steht, immer noch im Klassenkampf, nämlich die Wirtschaft auf der einen Seite gegenüber dem Bürger auf der anderen Seite. Richtig ist es aber aus unserer Sicht von der AfD, geht es der Wirtschaft gut, können auch den Menschen gut gehen, geht es der Wirtschaft schlecht, geht es den Menschen schlecht. Und die AfD, wir wollen dafür stehen, dass eben allen gut geht. Und dieser Klassenkampf-Ideologismus, der ist doch gescheitert überall. Das ist die klare Botschaft. Vielen Dank, Herr Kiesling, für die Demaskierung Ihrer Politik. Zweitens, ich bin natürlich auch auf die eine Sache, natürlich wünscht sich jeder mehr Transparenz. Aber ich glaube nicht, dass die Verwaltung etwas Besseres zu tun hat, wie zu sagen, ja, wir geben Unternehmen noch mehr Geld wie notwendig und hier und dort. Ich glaube schon, dass damit versucht wird, das ordentlich zu machen. Und das Modell jetzt umzuschichten auf einen Darlehensvertrag zu einer Eigenkapitalfinanzierung, das ist was komplett anderes. Das ist eine komplett neue Verhandlungsbasis. Das heißt, wir würden dann die ganzen Verhandlungen scheitern lassen und da würde es bei Null wieder losgehen. Und ob das dann der Partner mitmachen würde, da würde ich mal eher sagen, nein, das ist kreuzgefährlich, das hier zu fordern. Danke. Herr Wirz. Herr Hans, ich weiß nicht, ob das für Grüne derzeit angemessen ist, von Unlauterbarkeit zu sprechen. Wir haben gestern vom Bundesverfassungsgericht erfahren, dass die 5 Milliarden Subventionen für TMSC in Dresden gar nicht mehr da sind. Die sind gestern ins Nichts aufgegangen. Sie sind als grundgesetzwidrig dargestellt worden, weil diese ganze Bundesregierung sich im Prinzip vollkommen vergaloppiert hat. Es betrifft auch die 3 Milliarden für das Chipwerk von Intel in Magdeburg. Das heißt, Sie haben da zurzeit überhaupt keinen Grund. Sie haben sich derartig verrannt auf der Bundesebene, dass es noch gar nicht absehbar ist, wo wir jetzt eigentlich dort wieder herausfinden. Herr Lommel, wenn wir zurzeit krisenhafte Erscheinungen haben, dann ist es nicht der Sozialismus, der irgendwie eine Krise hat, sondern es ist irgendwie das Kapital und der Kapitalismus. Ausgehöhlter Euro, Bankenkrise seit 2007, Zentralbanken, die Gelder ausschütten und endlose Subventionen für Betriebe, die 29 Milliarden Euro Gewinn im Jahr schreiben. Es ist gerade der Beweis, dass es der Wirtschaft gut gehen kann und den Menschen trotzdem schlecht. Und an dieser Diskrepanz, da werden wir uns in nächster Zeit noch unterhalten. Nochmal Wortmeldung, Herr Hans. Sorry. Jetzt bitte mal Konzentration, dann schaffen wir es vielleicht auch in Kürze zur Abstimmung zu kommen und Sie können sich dann entspannen zu Hause oder an welchen Sandsack auch immer austoben. Jetzt würde ich gerne noch diesen Punkt hier zu Ende machen. Herr Hans hat das Wort. Ich möchte eigentlich nur drei Sätze sagen. Alle, die heute über den Klima- und Technologiefonds geredet haben, sollten sich das jetzt nochmal genau angucken. Das Bundesverfassungsgericht hat die Übertragung von 60 Milliarden, das ist ein Haufen Geld, wirklich, das ist eine sehr große Menge Geld, untersagt. Aber Herr Scheubach und die liebe Linke, weil Herr Wirz das ja explizit ansprach, dass der ganze TKF, vielleicht können Sie noch mal zuhören, Herr Schmählich. Dieser ganze TKF hat über 200 Milliarden Inhalt. Natürlich ist es für uns in Dresden auch entsprechend sehr wichtig, schnell Klarheit zu bekommen, trotzdem welche Auswirkungen dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hat. Aber Sie müssen nicht eben deutlich machen, dass dieser Fonds nicht nur von diesen 60 Milliarden Corona-Hilfen, die nicht übertragen werden dürfen, gespeist wurden. Und das möchte ich hier nochmal deutlich sagen, damit Sie nicht immer heute solche Unterstellungen in den Raum werfen, dass sozusagen damit das TSMC-Projekt gescheitert ist. So wird es ja heute hier von einigen quasi unterstellt. So, meine Damen und Herren, bevor wir zur Abstimmung kommen, noch ganz kurz zur Frage. Also, wenn Sie jetzt das in ein Darlehen entern wollten, geben Sie verschiedenste Gefährdungen ein. Die erste Gefährdung ist,
inwieweit der Freistaat seine Fördermittel ausgibt. Die zweite Gefährdung, die Sie machen, ist innerhalb der Gesellschaft. Wir sind nicht Alleingesellschafter, sondern wir haben die KPO. Und in dem Konzessionsvertrag oder in dem gemeinschaftlichen Fusionsvertrag ist vereinbart, dass auch gleichmäßig Investitionen in der Stadt und in der Region passieren. Wenn wir uns dieses mit einem Darlehen finanzieren, gefährden wir da die Zustimmung unserer Mitgesellschafter. Dritter Punkt ist, wir schädigen uns insoweit auch selber, weil wir ja mit Hochdruck daran arbeiten, die Eigenkapitalquote der Sachsen Energie auf das im Fusionsvertrag vereinbarte Niveau von 36% zu bringen. Und dann ist eine erhöhte Ausschüttung auch für die Funktionen des Konzernes möglich und auch festgeschrieben. Und von der Seite her, wenn ich ein Darlehen hinein, schiebe ich das noch ins Nirvana hinein. Also für die Funktionsfähigkeit der Daseinsvorsorge dieser Stadt tun wir uns damit einen Bärendienst. Ich kann davor nur warnen. Und ansonsten kann ich nur werben dafür. Wir haben, und wir sehen das gerade im Moment, eine wirtschaftlich starke Entwicklung. Wir haben starke wachsende Steuereinnahmen, die kommen nicht von ungefähr, sondern die kommen aufgrund von Investitionen in den Wirtschaftsstandort. Und wir haben jetzt gerade die Chance, das für die nächsten Jahrzehnte zu verstetigen. Deswegen kann ich nur werben dafür, dass Sie hier die Zustimmung für diesen Infrastrukturausbau machen. Und damit kommen wir zur Abstimmung. Wer dem zunächst dem Antrag, Änderungsantrag der Linken zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen. So, Sie können gleich austoben. Sofort klein, zwei Abstimmungen noch, dann haben Sie es geschafft. Jetzt gibt es einen Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Abstimmung. Wer hat damit auch keine Mehrheit gefunden? Wir kommen damit zum unveränderten federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, der darf es jetzt tun. Damit so beschlossen. Ich schließe für heute die Sitzung. Sie dürfen jetzt alle Ihre Emotionen rauslassen auf dem Weg nach Hause. Wir sehen uns morgen 15 Uhr wieder zur Fortsetzung der Sitzung. Danke.